Du sitzt im Wagen, schließt deine Augen und wenn du sie wieder öffnest, bist du selbst der Wagen. Nun ist dein Körper nicht mehr das Gefäß deiner Sinne, sondern dessen Kern. Das Berauschende am Ringen ist das Gefühl von Schutz, das einen dann überkommt. Eine völlig transzendente Erfahrung. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich es vermisse. Dagegen kann dein Matrix-Surfen nicht anstinken. Kann es, und ich beweise es dir. Der Grid ist eine Untergruppe der Matrix. Quod erat demonstrandum. Die Tür müsste sich nun öffnen lassen. Was hat die Matrix mit Gruppen zu tun? Hattet ihr zu eurer Zeit kein Mathe in der Schule? Zu eurer Zeit? Na warte, bis ich zu Hause bin. Wir sind drin. Die Luft ist rein. Wann holst du dir denn nun endlich eine Rigger-Kontrolle? Das Geld dafür müsste ich nach diesem Run zusammen haben. Dann noch einen weiteren, um die Operation bezahlen zu können. Und dann heißt es Flow. Matrix größer als Grid. Ich spüre jemanden in unserer Nähe. Chromer, hast du die Kameras nicht im Blick? Nicht überall sind Kameras, Süßer. Du bist so still. Ist was? Vielleicht. Ich muss gerade auf den Funk achten. Ich sehe ihn. Eine einfache Wache. Kann. Ich brauche Stille um ihn herum. Warum? In unserer Hausmeisterkluft wird er uns schon nicht krumm kommen. Wir sind jetzt im Sperrbereich. Nun mach schon, sonst sorge ich dafür, dass dein Anteil gekürzt wird. Bismillahi, Rahmani, Rahim. Nicht! Ach Mist. Chroma, zu welcher Sicherheitsfirma gehört die Wache? Ich zoome mal rein. Lee ist gerade bei ihm. Ah, auf seinem Rücken steht Jafar Security. Warum ist das wichtig? Weil die zur Lone Star Vertragsgruppe gehören. Du musst sofort sein Comlink stören. Bin dabei. Loser. Komm da mit Jiu-Jitsu. Was haben wir? 1996? Ich bin im Comlink. Du hattest recht, Streety. Das ist ein Upstream in Richtung Stadt. Ich schalte den Node ab. Wovon redet ihr? Wenn sein Kanal weg ist, werden die jemanden schicken, der nachschaut. Da kommt gerade eine automatisierte Antwort. Scheint kodiert zu sein. Was geht's hier vor? Du hast einen stillen Alarm bei Lone Star ausgelöst. Chroma, öffne mir seinen Kanal, ich kümmere mich darum. Hey, kein Durcheinander. Chroma sichert die Matrix. Khan, die Astralebene. Streethawk, den Rückzug. Das Security-Signal ist mit 4,2 Gig verschlüsselt. Zum Dechiffrieren bräuchte ich ein passendes Softwarepaket. Sorry, Streety. Ich würde dir jetzt nur einen ziemlich langen String schicken können. Hey, große Schwester, kann ich helfen? Du könntest... nein, ich will dich hier nicht reinziehen. Chroma, wir tappen im Dunkeln. Ich empfehle einen Rückzug. Lee, wir müssen hier raus. Die Kavallerie rückt gleich an. Nein, das Restauratorenlabor müsste auf diesem Stock sein. Wir ziehen's durch. Okay, beeilt euch. Halt, wartet! Da ist jemand im Labor. Ein Mann in weißer Kluft. Er steht direkt vor dem Artefakt. Wenn es bloß ein Wissenschaftler ist, sollten wir jetzt rein. Er trägt keinen Kittel, sondern sowas wie eine weiße Uniform. Und eine Schirmmütze mit dem Lone Star-Wappen. Das ist eine Paradeuniform. Wie sieht er aus? Ein Elf. Schulterlange blonde Haare. Trägt ein paar Ringe mit dicken Edelsteinen. Was siehst du auf seiner Schulterklappe? Es ist nur ein reicher Baumkuschler. Das müssen wir riskieren, bevor die Typen in Rüstung antanzen. Da sind... zwei Sterne. Hier, ein Bild. Ein Generalmajor? Das ist ja Friedland. Chroma, das ist der ehemalige Chef der arkanen Einheiten Kairos. Leute, das im Labor scheint der Lone Star Obermagier zu sein. Hey, Lee. Das ist mir jetzt eine Nummer zu groß. Lass mal abhauen. Er wird gerade angerufen. Chroma und Khan zu Streethawk. Ich verstecke mich hier und dimme meinen Ski. Der wird mich weder astral noch mundan wahrnehmen. Sobald er gegangen ist, schnappe ich mir die Statue und komme nach. Alles klar. Bin schon weg. Es sind bereits 10 Minuten um. So langsam sollte Lee sich wieder melden. Wer weiß, was er gerade macht. Ich traue diesen Chinesen nicht. Ich traue dir nicht. Lee mag das Benehmen eines Go-Gangers haben, aber er gehört zum Team. Und wenn es gefährlich wird, riskiert er sein Leben für uns, wie du siehst. Ja, wie dem auch sei.
Der volle Lohn für diesen Run wäre zwar schön gewesen, aber mit dem Vorschuss komme ich auch erstmal eine Weile klar. Lee hat gerade eine Nachricht geschrieben. Anscheinend hat er die Statue und wartet noch, bis die Lone Star-Einheit abzieht. Da kommt dieser Friedland-Typ mit zwei Stars raus. Ach du heiliger Hussein! Was ist denn das für eine Aura? Der Typ ist kein Mensch. Richtig. Er ist ein Elf. Aber warum starrt er gerade in unsere Richtung? Das meine ich nicht. Er ist astral, vollkommen schwarz. Gelbe Schlangen treten aus seinem Körper, tauchen wieder ein. Sowas habe ich noch nie gesehen. Streety? Alles in Ordnung mit dir? Du schaust so wütend. Was meint sie? Diesen Magier zu erscannen, ist wie in einen Abgrund stürzen. Krass. Saida? Ich kann nicht weiter in seine Richtung sehen. Du wirst doch nicht. Mach jetzt bitte keine Dummheit. Der Typ ist es nicht wert. Genau, Streety. Leg die Hand vom Halfter und mach keine Dummheit. Hat sie mich gerade gehört? Unterschätze nie eine Technomancerin, die ihre Hausaufgaben macht. Was? Von wegen? Du hast meine Schwester gehackt. Ach, sie gehen weiter zur Lone Star-Karre. Danke, lieber Gott. Dafür förste ich eine Woche. Cromer, wie viele Stars sollten noch im Gebäude sein? Von den vier, die durch den Alarm gerufen wurden, sind gerade eben zwei weg. Da sind also noch zwei im Gebäude. Hab mich vorhin an einem vorbeigeschlichen. Das heißt, irgendwo ist noch einer. An den Kamerafeed komme ich leider nicht mehr. Zu viel Noise von hier aus. Sorry, Lee. Vielleicht brauchen wir die Kameras nicht. Hat der Star, an dem du vorbei bist, sein Gewehr in der Hand oder hat er es umgehängt gehabt? Umgehängt? Wieso? Dann wartet er auf Anweisungen. Vermutlich von dem anderen, der... Aber natürlich, die Sicherheitskameras. Der geht sicherlich gerade die Aufnahmen durch. Sobald er dich auf einer findet, hält er auf den Kameras Ausschau nach dir. Und wie soll ich denn nicht auf einer Kamera erscheinen? Die sind hier an jeder Ecke. Zum Ausgang rennen bringt nichts, da fällst du sofort auf. Du könntest nicht vielleicht über das Treppenhaus in den zweiten Stock und dich dort aus einem Fenster herablassen? Zur Not kann ich auch aus dem vierten Stock springen. Alles schon gehabt. Bis gleich. Jetzt heißt es hoffen, dass der andere wirklich im Erdgeschoss ist. Sobald sie ihn auf den Kameras entdecken, werden sie in das Treppenhaus laufen. Bis dahin muss er an einem Fenster sein. Ich fahre dann ran. Könnte er den Blaumann nicht einfach ablegen und rausspazieren? Ich meine, die suchen doch jetzt einen Typen im Hausmeister-Outfit. Darunter trägt er schusssichere Kleidung. Das fällt doch erst recht auf. Lone Star-Offiziere sind außerdem nicht nur mit ballistischen Waffen, sondern auch mit elektronischen ausgerüstet. Er könnte eine Sicherheits-KI an das hausinterne Kameranetz gehängt haben, welche eine Gesichtserkennung durch einen Abgleich der Mitarbeiterliste laufen lässt. Dann braucht er sich auch keine Mühe mit den Aufnahmen machen. Lee würde sofort als verdächtig eingestuft werden. Er ist jetzt wie ein Fuchs, dem zwei Höllenhunde auf der Fährte sind. Mit roher Gewalt wird er da nicht rauskommen. Sag mal, wieso hast du so viel Ahnung von Sicherheitskonzernen und deren Vorgehensweise? Wieso hast du so komische Tattoos? Sind die nicht verboten in der islamischen Tradition? Niemanden geht die Vergangenheit eines anderen etwas an. Ist er das nicht? Bei Lee sieht dieser Sprung so lässig aus. Bekommst wohl doch noch deinen vollen Lohn, Khan. So, werte Fahrgäste, wo darf ich Sie hinfahren? Activated Soul. Und nehmen Sie bitte den großen Umweg. Wir sind Touristen und würden gerne was von der Stadt sehen. Auf uns! Auf uns! Auf uns! Ich bin froh, dass ihr den Auftrag unverletzt beenden konntet. Herr Mohammed ist jedoch nicht so froh, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Trotzdem, toll gemanagt, Lee. Ach, das ist mein Job. Ohne die Hilfe von Streety hier hättest du es vielleicht gar nicht rausgeschafft. Na, übertreib mal nicht. Ihre Tipps haben zwar nicht geschadet, aber ich bin bisher noch überall rausgekommen. Wie gut, dass du früher bei der Polizei gearbeitet hast, Streethawk. Das ist jetzt natürlich sehr nützlich für uns. Vielleicht kannst du in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Wenn ich nicht mehr dabei bin, vielleicht. Polizei?
Ich habe in meiner Jugend so einiges mit denen zu tun gehabt. Das sind Flachzangen. Was ist los mit dir, Khan? Wir haben doch schon darüber gesprochen. Ja, ich sag's ja nur. Nicht, dass wir am Ende hier mit einer Konzernspionin sitzen. Himmelherrgott! Als Shadowrunner sind wir in gewisser Weise alle Konzernspione, du Volltrottel! Und überhaupt jetzt? Warum musst du immer so nach Gewürzen stinken? Nicht auszuhalten! Respekt, Khan. Es gehört wirklich schon einiges dazu, Chroma auf die Palme zu bringen. Nachsicht, meine Liebe. Khan hat sich in anderen Gruppen als fähig erwiesen. Ihr benötigt einfach jemanden wie ihn. Ich komme aber nicht klar mit diesen strenggläubigen Muslimen. Was hat er hier überhaupt zu suchen? Das ist eine Disco. Ich trinke ja keinen Alkohol. Und es gibt eine prophetische Überlieferung, in der es heißt, dass... Khan, ich glaube, du hast Chroma nicht richtig verstanden. Einfach die Klappe halten. Alles in Ordnung, Streethawk. Du bist heute so still. Alles okay. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum Friedland vorhin in unsere Richtung gestarrt hat. Wenn dieser Friedland zu dem Ort gerufen wurde, an dem Khan den Stillezauber gewirkt hat, wird er seine astrale Signatur wiedererkannt haben, als er in eure Richtung schaute. Fragt sich nur, warum Friedland euch dann verschont hat. Weil er ein narzisstischer Arsch ist. Der schert sich doch nicht um eine Wache von irgend so einem Subunternehmen. Du scheinst ihn zu kennen. Tu ich auch. Aus den Nachrichten. Der Typ ist vor kurzem CEO von Lone Star Cairo geworden. Bei seiner Laudatio triefte nur so die Arroganz. Sag mal, Khan, ist nicht Gebetszeit? Oh, stimmt. Danke. Ist einer der Privaträume frei, Olaf? Raum 1. Puh. Endlich ist dieser Mufti weg. Möchtest du nicht wieder selbst an Runs teilnehmen, Olaf? Sorry, die glorreichen Jahre sind leider um, Chroma. Mein kaputtes Knie und die fehlende Ausdauer erlauben es nicht mehr. Tragisch, dass Orks nur halb so lang leben wie Menschen. Du bist doch nicht viel älter als ich. Ende 30, oder? 38. Dein Körper ist also zu vergleichen mit dem eines 80-Jährigen. Respekt. Jeden Abend einen Ingwer-Tee mit 2 Stück Kandiszucker. Das ist mein Geheimnis. Bleib ja fit, Boss. Wer soll sonst die guten Aufträge für uns an Land ziehen? Keine Sorge. Mit Johnsons, Schmidts und Mohammeds verhandeln kann ich ja noch. Und? Gibt's was Neues über den Scheich? Das Datenpaket, das wir vor einigen Monaten extrahiert haben, wird immer noch entschlüsselt. Mein System konnte gestern einen zerstückelten Dateiordner ausspucken. Hab ihn jedoch noch nicht ausgewertet. Wäre echt super, wenn du das so schnell wie möglich machst. Du weißt ja. Ja, natürlich. Ach, wisst ihr was? Ich fahre sofort in meinen Laden und gehe es in Ruhe durch. Wollte sowieso hier weg, bevor Hisbollah wiederkommt. Hey, Lee, du kannst ja richtig nett sein. Läuft da was zwischen dir und Chroma? Ich bin verheiratet. Also mach dir mal nicht zu viel Hoffnung. Solltest du nicht kellnern? Nö, habe gekündigt. Der Chef war ein Stinkstiefel. Na, das merke ich mir. Ich fahre jetzt, glaube ich, auch nach Hause. Wollte heute noch was joggen. Alles klar. Mach's gut. Karim? Karim, bist du in deinem Zimmer? Warum steht das Frühstück noch auf dem Tisch? Ich komme rein, ja? So wie ich ihn gelassen habe, liegt er noch da. Verdammtes Cyberdeck. Würd's am liebsten in hohem Bogen aus dem Fenster pfeffern. Hey Karim, wie war dein Tag? Unspektakulär. Bei dir? Du weißt, dass ich neben dir stehe? Klar. Habe immer ein paar Fenster mit Kamerabildern der Wohnung offen. Willst du nicht mal da rauskommen? Wir hatten doch eine Abmachung. Du hättest wenigstens die Küche aufräumen können. Ich traue mich nicht. Was traust du dich nicht? Rauszukommen. Wie meinst du das, Karim? Es schmerzt so sehr, wenn ich rauskomme. Meinst du deine Krankheit? Ich habe dir Bliss mitgebracht. Ich sehe es jetzt ein, dass die herkömmlichen Sachen nicht mehr wirken. Jetzt komm schon. Es sind nicht nur die Dornen. Es ist irgendwie alles. Für Papa bin ich ein Versager.
Für die Gesellschaft könnte ich genauso gut nicht existieren. Ich habe Angst davor, für dich eine Belastung zu sein. Das bist du nicht. Wirklich nicht. Du bist für mich der wichtigste Mensch im Leben. Wenn ich in der Matrix bin, wird der Schmerz meiner Wunden zu einem bedeutungslosen, monotonen Brummen im Hinterkopf. Ich fühle mich dort frei. Der bloße Gedanke, irgendwann wieder in diesen Scheißkörper eingesperrt zu sein und dieser stinkenden Welt ins Gesicht zu blicken, macht mich fertig. Aber das hier ist die Realität und die Matrix nur Illusion. Sie wirkt echt, ist es aber nicht. Lustig, dass du das sagst, denn so langsam glaube ich, dass es genau andersrum ist. Du hast doch nur Angst vor Verantwortung und Regeln. Aber auch in der Matrix gibt es jede Menge Regeln, oder? So ist nun mal das Leben, Karim. Niemand kann sich davon befreien. Und ob? In der Matrix bestimme ich über Raum und Zeit. Ich muss da gar nichts und bin das, was ich gerade sein möchte. Oh Karim, ich fing gerade an, mich wieder besser zu fühlen. Und jetzt scheinst du in ein Loch zu fallen. Keine Angst, Saida. Es ist keine Depression und ich denke nicht daran, mir selbst zu schaden. Schließlich werde ich ewig leben. Schau mal, hier. Schön. Du bindest deine Zottelfrisur zu einem Zopf. Deine Ohren! Wann hast du das denn machen lassen? Gar nicht. Das hat vor 2 Wochen angefangen. Anscheinend entwickle ich mich zu einem Elfen. So ein Unsinn. Elfen sind Elfen. Dein Search macht dich zu irgendwas anderem. Ich bin nicht der Einzige, Saida. Es gibt noch andere auf der Welt, denen dasselbe passiert. Wir nennen uns Blutelfen in Anlehnung an einen Mythos. Es existieren Legenden über Rituale, wie man als Elf zu einem Blutelfen werden kann. Wir wissen aber leider noch nicht, weshalb Search uns aus unserer Metarasse heraus zu Blutelfen gemacht hat und ob es überhaupt Search war. Es heißt, dass es eine mächtige Blutelfe aus der alten Zeit bis in unsere Epoche geschafft hat und dass sie einen Weg gefunden hat, das Ritual rückgängig zu machen. Wenn wir herausfinden, wer diese Frau ist und wie sie es geschafft hat, bedeutet das für mich, dass es theoretisch einen Weg gibt, so wie sie, tausende von Jahren zu leben. Eine lange Zeit, in der sich die Matrix zu was viel Bedeutenderem entwickeln könnte. Und ich kann von Anfang an dabei sein. Freut mich, dass du noch so Großes vorhast. Aber tausende von Jahren in der Matrix? Musst du nicht essen, trinken, dich waschen und so andere reale Sachen? Nein, da existieren doch heute schon Systeme, die dieses Problem lösen. Sollten die Gerüchte stimmen, gibt es für mich einen Weg hier raus. Eines Tages wird mein Körper irgendwo auf der Erde oder auf einem anderen Planeten in einer sicher verwahrten Kapsel stecken, während mein Geist durch einen intergalaktischen Datenstrom reist und das Einzige, was ich von dieser Epoche vermissen werde, wirst du sein. Danke, Karim. Weißt du, ich würde dich jetzt am liebsten umarmen. Lieber nicht. Mir reicht es schon, wenn du mir endlich das Bliss gibst. Blöd, Mann! Arabischer Sprawl, ein Shadowrun-Fanhörspiel. Arabischer Sprawl ist ein inoffizielles Fanprojekt und kein Produkt der Catalyst Game Labs oder der Topps Company. Die Topps Company Inc. besitzt die Markenrechte an dem Spiel Shadowrun. Alles Nicht-Proprietäre an diesem Projekt ist unter Creative Commons lizenziert und kann bei Bezug zu diesem Projekt frei verwendet werden. Wie dem auch sei. Der volle Lohn für diesen Run... Run. Polizei? Die haben keinen Peil von Sicherheitsteil... Was? Sicherheits...
Aktien. Was? Sicherheits... Ach, Taktiken. Okay, das ist genauso wie Plumentopferde, Blumentopferde. Eine lange Zeit, in der sich die Matrix zu was viel bedeutenderem... Eine lange Zeit, in der sich die Matrix zu was viel bedeutenderem... Wenn ich in der Matrix... Da war die Nase. Nein, da existieren doch heute schon Systeme, die das Problem lösen. Die dieses Problem lösen. Lies doch, was da steht. Nein. Trampeltiere von oben. Es wird getrampelt. Trampel, trampel, trampeltier. Das ist natürlich das Doofe, wenn man Kinder über sich wohnen hat. Ich will nicht mehr unter irgendjemanden wohnen. Und das war's.